gemeinsam gucken, was wir... Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Mit diesem Zitat der berühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren könnte man den Leitgedanken der diesjährigen Frankfurter Buchmesse zusammenfassen. Rund 7.400 Aussteller aus 140 Ländern präsentieren in der internationalen Leitmesse der Bücher ihre neuesten Publikationen. Im Kinder- und Jugendbuchbereich stellen die Verleger innovative Entwicklungen vor. Hier können Besucher im Klassenzimmer der Zukunft auf über 300 Quadratmetern selbst erleben, wie Schüler in Zukunft lernen werden. Mit Whiteboards, E-Books, interaktiv oder mit digital aufbereiteten Lernmaterialien. Wie unter anderem einer der führenden deutschen Schulbuchverlage Cornelsen mit ihrer Online-Plattform. Ja, wir sind die Lerncoaches. Das ist eine Online-Lernplattform, die passgenau auf das Schulbuch abgestimmt ist. Das Schulbuch von Cornelsen findet natürlich in der Schule statt. In der Schule ist die Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir holen die Digitalisierung in den Nachmittag. Dort lernen die Schüler auch in der Regel mit ihre Medienkompetenz auszubauen. Entsprechend haben wir gesagt, das Schulbuch zu Hause. Das Schulbuch kann in der Schule bleiben und zu Hause lerne ich mit dem Lernportal. Das heißt, ich habe das E-Book und dazu ganz viele multimediale Übungen, interaktive Übungen. Ich kann mich auf Prüfungen vorbereiten und ich kann Hausaufgaben machen damit. In kürzester Zeit bekommt der Besucher auf der Buchmesse mit, dass die Branche im Umbruch ist. In diesem Jahr legten in Westeuropa die Verkäufe der E-Books um 93% zu. Die Tablets wuchsen sogar um 142%. Angesichts dieser Entwicklung versuchen die Aussteller, der Nachfrage nach multimedialen und interaktiven Verlagsinhalten gerecht zu werden. Rund 30 Fachveranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse widmen sich diesen Technologien. Neuseeland ist dieses Jahr der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Der Inselstaat im Pazifik ist der am weitesten von Deutschland entfernte Staat. Bundesaußenminister Guido Westerwelle betonte in der Eröffnungszeremonie, dass vor allem die gemeinsamen demokratischen Werte der beiden Staaten das verbindende Element sei. Deutschland und Neuseeland teilen gemeinsame Werte. Dazu gehören Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Notwendigkeit internationaler Kooperation und das Primat des Völkerrechts. Wir teilen die Vorstellung über den Wert individueller Freiheit, das verbindet. Es sind also vor allen Dingen unsere gemeinsamen Werte, die auch die Entfernung überbrücken lassen. Und deswegen denke ich, trifft es zu, dass Neuseeland das wohl am weitesten entfernte Nachbarland der Bundesrepublik Deutschland ist. Neben der Literatur Neuseelands hat der Messebesucher auch die Möglichkeit, Einblicke in die Kultur der Maori, den Ureinwohnern Neuseelands, zu bekommen. As you know, we're even though we're called Maori, every place is different, every village is different. Wie ihr wisst, sind wir die Maoris. Unsere Ortschaften, Dörfer sind ganz anders. Wir sehen die Welt aus unserer eigenen historischen Perspektive. Wir versuchen hier zum Beispiel den Studenten unsere Architektur näher zu bringen. Noch bis zum 14. Oktober können Literaturliebhaber und Lesebegeisterte die Frankfurter Buchmesse besuchen.